Egal, was ihr mit eurem Leben macht, erstellt niemals einen physikbasierten Echtzeit-Multiplayer fürs Handy. Der Herr Armwald-Multiplayer funktioniert jetzt einwandfrei für den PC und ich dachte, dass es auch kein Problem fürs Handy sein sollte. Ja, also wenn beide im selben WLAN sind, geht's. So einigermaßen. Aber sobald einer nicht im WLAN ist, wird der Ping ultra hoch und das Game wird unspielbar. Und über die Kombination von Handy und PC wollen wir gar nicht erst reden. Ich arbeite da schon 3 Monate dran und ich bin mir nicht sicher, ob ich das alles über den Haufen werfen muss. Entsprechend kann ich euch noch nicht sagen, wann der Multiplayer rauskommt.